Dienstagabend. Die Einweihung von einem der modernsten Einkaufszentren in der Schweiz. Mit dabei der Geschäftsleiter von Coop Schweiz, der Philipp Weiss. Und der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr. Eine Nacht später haben wir die Kundschaft gefragt, was sie vom umgebauten Megastore halten. Ich musste ein wenig nach der richtigen Gestelle suchen. Vorher wusste ich, wo ich her muss. Ich finde es besser und logischer, wie die Gestelle jetzt stehen. Es ist aufgeräumt und die Sachen sind einfacher zu finden. Wir haben jetzt viel mehr Auswahl für den Mittag. Am Anfang, ich kann mich noch gut erinnern, war es ein bisschen mehr das Labyrinth. Alles ein bisschen enger. Und, ich finde, allgemein sieht es viel schöner aus, viel besser. Ein paar Zahlen zum Coop. Zwischen 8 und 12'000 Leute kommen hier pro Tag kümmern. Das Sortiment umfasst fast 50'000 Artikel und die Produkte sind nicht zufällig gewählt. Alles eine Frage vom Marketing. Also Coop richtet sich eigentlich immer nach den Kundenbedürfnissen aus. Das heißt, es sieht eigentlich immer identisch aus. Also wenn Sie in einen Coop-Laden gehen hier in Biel, soll es gleich aussehen, wie wenn Sie in Genf in einen Laden gehen. Und dann tragen wir Rechnung jetzt mit der neuesten Version und wir freuen uns natürlich jetzt, dass sich die Kundinnen und Kunden hier erfreuen dürfen. Pro Jahr kommen hier rund 3 Millionen Personen aus der Region einkaufen. Eine Frage, die sich darum stellt, ist die Zweisprachigkeit in einer bilingen Stadt. Die sei in der Geschäftsleitung wichtig. Es macht schon auch die Region aus, dass man bilang spricht. Das ist schon auch wichtig. Ja, es fängt eigentlich schon viel früher an. Wir kommunizieren auch schon bei der Werbung zweisprachig. Und das zieht sich dann eigentlich in die Regale hinein. Offenbar, aber nicht bis in alle Regale. Die Realität zeigt, dass es gleich noch viele Produkte gibt, die nur auf Deutsch angeschrieben sind. Ich selber kann ein bisschen Deutsch, aber für jemanden, der aus einem welschen Kanton kommt, ist es schwierig, die deutschen Etiketten zu verstehen. Das Coop sollte die ganze Schweiz repräsentieren. Die Schweiz und all ihre Sprachen. La Coop doit représenter toute la Suisse. C'est-à-dire la Suisse avec toutes ses langues. Die Kundschaft hat jetzt zuerst mal Zeit, sich an den Neuladen zu gewöhnen. Für die nächsten 20 Jahre sind keine grösseren Baustellen geplant.